Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin heute direkt von mir zu Hause losmarschiert und komme in wenigen Minuten, einer Viertelstunde oder so, dort an, wo ich eigentlich hin will. Ich werde das Video in mehrere Kapitel unterteilen. Wer jetzt weiterspringt zum nächsten Kapitel, dort sind wir dann auf alle Fälle vor Ort. Auf dem Weg dahin möchte ich ein paar kleine Sachen erzählen. Ich dachte, vielleicht ist das sogar eine ganz gute Idee, die Videos in Kapitel zu unterteilen, sodass die Leute zwischendurch immer mal die Möglichkeit haben, an meinen Gedanken teilzuhaben. Und wer dafür nicht die Geduld hat oder wem das zu langweilig ist, der kann dann gerne zu den nächsten Kapiteln springen, wo ich dann on location bin. Oder zu den Bildern selber komme. Vielleicht erzähle ich ein bisschen was dazu. Der Fotospot selber ist eine große Pferdekoppel, die sich mehrere Anrainer teilen. Die hat zu zwei Seiten hin den Wald, zu einer Seite sind Wohnhäuser mit Pferdegestüten oder halt auch einzelnen Pferdeställen dran. Ich habe das schon mal im Herbst vor 2 oder 3 Jahren fotografiert und ein Bild davon zeige ich euch jetzt. Es ist keine Naturlandschaft, es ist Kulturlandschaft. Wir sind mitten in NRW. Das Ganze hat aber einen durchaus pittoresken Charme. Ich werde bei meinen Fotos auch keine Zäune wegstempeln. Wir kommen gerade an ein paar Wohnhäusern vorbei. Überqueren hier die Anliegerstraße und gehen jetzt in den Wald. Ich weiß nicht, ob man überhaupt was sieht auf dem Monitor der kleinen Kamera. Sieht alles sehr dunkel aus. Ich hoffe, man erkennt was. Wir sind noch eine halbe Stunde vom Sonnenaufgang entfernt und so wie es aussieht,
hat sich das frühe Aufstehen gelohnt. Egal, ob ein Foto dabei rauskommt oder nicht. Ich drehe mal die Kamera. Ich weiß wirklich nicht, ob man was erkennt oder nicht. Auf alle Fälle ist das hier ein erster Blick auf die große Wiese, die sich in mehrere Pferdekoppeln unterteilt. Und vielleicht kann man erahnen, die Bäume sind hier immer wieder durch Lücken unterbrochen und es bieten sich unterschiedliche Blickwinkel. Ja, ich kann mich selber kaum auf dem Display erkennen. Es ist für die Kamera scheinbar noch wesentlich dunkler als für mich. Man kann schon erstes Himmelsblau erahnen. Es hängen Nebelschwaden über den Baumwipfeln und ich glaube, ich habe auch gleich meinen ersten Spot erreicht. Ich werde mich heute auf alle Fälle auf Telefotografie konzentrieren. Ich habe dazu 3 Zooms eingepackt. Ich fange am kurzen Ende an. Das erste Zoom ist das 45-85 von Pentax. Das andere Zoom ist das 80-160. Und dann habe ich noch ein 150 bis 300 mm. Das Ganze an einer 645Z Mittelformatkamera. Dementsprechend muss man dann umrechnen, was das jetzt an Kleinbild für Brennweiten sind. Ich versuche euch mal zu zeigen, was ich heute fotografieren möchte. Und zwar wird man das jetzt hier gar nicht so richtig erkennen. Ich habe gestern beim Spazierengehen gesehen, dass auf der Wiese große Heuballen liegen. Ich hoffe, die bleiben noch ein bisschen da, weil die den Bildern zusätzliche Elemente geben. Tatsächlich wird der Nebel im Moment eher dichter, als dass er sich auflockern würde. Ich hoffe da ein bisschen auf die Sonne. Man sieht jetzt hinten von den letzten Bäumen mit bloßem Auge gar nichts mehr. Das verstärkt sich natürlich dann noch durch das Teleobjektiv. Ich denke mal, dass da nicht mehr viel von Staffelung zu sehen sein wird. Selbst der Baum, der das Hauptobjekt darstellt, ist jetzt so weit im Nebel, dass man kaum noch was erkennt. Mal abwarten, wie das wird, wenn die Sonne hochkommt. Die Videoaufnahmen werden erstellt gerade durch die Pocket 2 von DJI. Die eingebauten Mikrofone sind erstaunlich gut. Selbst ich war die Tage an der Honje in Belgien, vielleicht kommt dazu auch noch ein Video. Da durch die starken Regenfälle
gab es dort ein starkes Rauschen an dem Bach und meine Stimme war immer klar erkennbar. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, dort hinten ist die Autobahn A57 in Sicht und Hörweite, dass man davon auch genug mitbekommt auf dem Video. Ich hoffe, die Tonqualität ist trotzdem in Ordnung. Zu den Aufnahmen vielleicht nochmal. Ich werde das Bild mit Blende 16 machen. Vielleicht probiere ich ein paar unterschiedliche Blenden aus, aber ich denke schon, dass ich ungefähr in der Region bleiben werde, damit ich mit einer Aufnahme zumindest vom Mittelgrund an alles scharf habe. Hier den Rahmen selber muss ich nicht unbedingt scharf haben, aber ja, Blende 16 im Moment bei einer Belichtungszeit von 2 Sekunden. Das wird jetzt rapide weniger werden. Ich habe einen Polfilter auf dem Objektiv, einfach nur um gewappnet zu sein, wenn die Sonne dann rauskommt, dass der Farn hier im Vordergrund nicht zu sehr glänzt und das vielleicht auch in der Wiese nicht allzu viel reflektiert. Ich werde da ein bisschen hin und her probieren, wie das beste Bildergebnis ist, wenn das Licht dann rauskommt, wenn die Sonne rauskommt und wir mehr davon sehen. Tatsächlich hat der Sonnenaufgang vor etwa 20 Minuten völlig im Verborgenen stattgefunden. Wir hatten hier kein Glück. Die Wetterfrösche waren sich nicht ganz einig, wie das Wetter heute Morgen wird. Es ist sehr dunstig und die Sonne hat keine Chance, durch die Wolkendecke zu kommen. Also müsste ungefähr dort stehen jetzt. Und wie man sieht, ist von der Wiese nicht viel zu sehen. Ich bin froh, dass ich hier ganz um die Ecke wohne und sicherlich hier noch einige Sonnenaufgänge versuchen werde einzufangen. Mal sehen, was das Licht jetzt noch so bringt. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die Heuballen noch lange genug liegen bleiben, dass ich dort auch noch mal, dass ich die auch noch mal im besseren Licht erwische. Auf die Distanz mit dem Nebel, das bringt jetzt nicht so viel. Mit Sonne ist nicht mehr zu rechnen, aber das Tageslicht reicht aus, um der ganzen Sache ein bisschen Struktur zu geben. Der Nebel hat sich ein bisschen zurückgezogen und man hat eine relativ klare Sicht bis in die letzten Bäume hinten rein mit einer sehr schönen Staffelung. Und wenn das Bild einigermaßen geworden ist, kommt jetzt das Bild von diesem Blick aus. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr weitere Videos wie dieses sehen wollt,
Bitte folgt meinem Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.